Ja, guten Tag Leute und willkommen zu meinem ersten Video von Scratch. Frage auf Antwort. Ach, Antwort auf Frage, so ist es richtig. Das heißt, so sieht jetzt auch die Überschrift aus. Scratch, Doppelpunkt, Antwort auf Frage 1. Und das ist dann auch jetzt schon mal soweit. In der Beschreibung steht dann auch, um was es jetzt halbwegs geht. Ich habe Windows XP, das klappt aber alles auch mit Windows 7 und so weiter. Müsste eigentlich auch gehen. Das ist XP ein bisschen aufgetuned, wie man vielleicht sehen kann. Aber das ist ja egal. Es geht jetzt erstmal um Scratch. Wir fangen wie immer mit 0 an. Ich öffne jetzt einfach mal Scratch. Mit 0 anfangen bedeutet bei mir, ich fange mit nichts und wieder nichts an. Ich bin niemand, der das Programm öffnet. Irgendein altes Programm, was ich schon mal gemacht habe. Und dann versuche euch daran was zu erklären. Das hat einfach keinen Sinn. Das müsst ihr einsehen. Da könnt ihr dann nicht mitmachen. Und ich war ja mal selber am Anfang so weit, dass ich von vielen nicht so viel Ahnung habe und habe danach Videos gesucht, aber es gab nie Top-Videos und deswegen hoffe ich, kann ich euch soweit dann echt weiterhelfen mit Scratch und bei Fragen einfach in die Kommentare posten. So, vor kurzem hat mich jemand gefragt, hey, ich hätte gerne ein Icon für mein Scratch-Projekt. Auf dem Desktop muss ich nur draufklicken und schwupp kann ich mein Scratch-Projekt spielen. Also, das läuft folgendermaßen ab. Das Ganze, ich möchte jetzt mal ganz kurz, das hier lösche ich mal und mal ein neues Objekt. Und zwar mal ich mal einen Kreis mit so eine Art Smiley. Nehme ich jetzt mal den Stempel für. Habe ich jetzt gleich hier zwei nette Augen. Eine Nase. Und einen Mund. So. Und ja. Jetzt haben wir hier ja schon im Prinzip ein gewisses Ding. Das sage ich jetzt noch, wenn das angeklickt ist, dann warte bitte eine Sekunde und dann zeige dich. Aber er weiß ja noch gar nicht, dass er sich verstecken soll. Das heißt, wenn angeklickt ist, verstecke dich, warte eine Sekunde und zeige dich. Die Bühne, dann muss ich jetzt mal kurz zwei Bühnen malen. Die erste Bühne soll, einen Moment bitte, oh, ja, sorry, private Unterbrechung, Entschuldigung, 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 kleiner Shit. So, Hintergrund 1, der wird so in die Farbe gehen, mit einem, ah, meinetwegen nehmen wir grün, so, und dann, let's go, so, der Hintergrund soll am Anfang kommen, und dann der hier, der, was ist das für einer? So ein lilaner, in die Richtung von lila-blau. Der, so, dann soll es jetzt folgendermaßen ablaufen. Wenn das und das angeklickt ist, dann, und die Frage habe ich nämlich auch bekommen, ich hätte gerne am Anfang, muss ich immer klicken auf die und die Bühne. Pass auf, das geht jetzt folgendermaßen. Wenn, wenn das Feld angeklickt ist, dann soll der Hintergrund 1 erscheinen, dieser Let's Go-Hintergrund. So, für eine Sekunde. Das heißt, nehme den, warte mit diesem Hintergrund eine Sekunde und dann wechsel zum Hintergrund 2. So, ausprobieren, geht nämlich überstudieren. So, 1 und schwupp, schon haben wir das erschafft, was wir schaffen wollen. So, jetzt Datei speichern als, so funktioniert das ja, ich hoffe, so macht ihr das auch. Jetzt habe ich hier Scratch Projects, jetzt mache ich das mal auf dem Desktop und nenne die Datei jetzt einfach mal... Oh, Simlay. Okay, wir nennen die Datei Simlay. Simlay. Und so, jetzt kommt gleich das Quadrat. So, ja. Und jetzt haben wir hier die Simlay-Datei auf dem Bildschirm. So, was kann ich jetzt damit machen? Also, ich kann jetzt mal gerade ausprobieren, ob das klappt. Das ist jetzt die direkte Verknüpfung zu dem Spiel. Wenn ich jetzt auf Eigenschaften klicke, ja, das habe ich mir schon gedacht, öffne mit Scratch, das ist klar. Dateiinfo, ja. So weit, so gut. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Also ihr seht ja hier rechts, hier wo ich gerade drüber gehe, das ist, ich glaube, das ist so, ich weiß es nicht, ist das, kann das sein, dass es beim iMac so ähnlich ist mit diesen Dingern hier? Ich weiß es nicht so genau. Ich kenne mich damit nicht so genau aus. Auf jeden Fall, gibt es das hier auch für Windows zum Runterladen. Und ich weiß, dass es hiermit auf jeden Fall klappt, wenn ich hier das Simlay drauf mache, dann kann ich mit der rechten Maus auf Symboleigenschaften klicken. Das dauert jetzt ein klein bisschen, das ist immer ein bisschen seltsam, warum das so lange dauert. Wenn man dann auf Symboleigenschaft klickt, hat man auf jeden Fall dann die Möglichkeit, ein anderes Symbol auszuwählen. So hatte ich hier zum Beispiel mal eine direkte Verknüpfung zu meinem zu einem anderen Scratch-Spiel. Wartet mal kurz, ich gehe mal kurz auf Pause in der Zeit, dass ihr nicht warten müsst.
So. Ja, jetzt gibt es hier zum Beispiel diese Möglichkeiten. Dann gibt es noch viel mehr. Man kann online suchen, man kann aber auch einfach hier Icons hinzufügen, die man zum Beispiel zum Beispiel, ich heiße übrigens Jonas, falls ihr es nicht wisst, Jonas, eigene Dateien, eigene Bilder zum Beispiel. Oder hier kann ich zum Beispiel, es muss im PNG-Format sein und rumherum dann transparent sein. Das heißt, dazu werde ich irgendwann auch mal ein Video machen. Jetzt tun wir mal so, als wäre es, siehst du, jetzt ist hier dieses Fragezeichen-Icon, siehst du, oder dieses hier. Und so hat man die Möglichkeit, dann kann man das noch umbenennen. Simlay the Game. So, und haben jetzt schön eine Verknüpfung hier für Simlay the Game. Dann kann ich das anklicken und schon zeigt er mir Simlay the Game an. Soweit ich das möchte, jetzt drücke ich hier drauf, let's go, und schon haben wir das, was wir haben wollten. Und ja, jetzt haben wir hier noch dieses Simlay. Das, ja, das ist jetzt noch hier, und haben das jetzt auch hier. Jetzt, das Symbol hier kann man nicht verändern. Soweit weiß ich das schon Bescheid, das habe ich schon mal ausprobiert, oder auf jeden Fall nicht ohne weiteres. Jetzt will ich das mal ins Startmenü anheften, vielleicht klappt das da. Wo ist denn das? Nee, Moment. Wenn ich das. Ah, bleib hier, bleib hier, bleib hier, mein Freund. Wenn ich das hier hinziehen will. Leute, hier rein. Geht das so? Aha. Okay. Jetzt habe ich das hier hingezogen. Ich weiß nicht, wie das bei euch Windows 7 People ist. Da gibt es, glaube ich, sowas gar nicht mehr. Aber so in der Richtung könntet ihr das auch hinkriegen. Dann kann man mit der rechten Maus hier drauf und dann auf Eigenschaften. Ah, nee, das klappt da auch nicht. Also, wenn ihr das mit einem anderen Symbol machen wollt, wenn es euch dann wichtig ist, was ich nicht unbedingt verstehe, aber wenn euch das wirklich wichtig ist, ich entferne das jetzt nochmal aus der Liste. Dann habt ihr, wie gesagt, die gute Möglichkeit, das hier rechts drauf zu machen und euch dann auch ein eigenes Symbol dazu zu machen. Ansonsten finde ich, reicht diese Verknüpfung auch. So, jetzt habe ich auch mal die Frage bekommen, hey, du hast ja schon länger Erfahrung in dem Ganzen. Du, wenn man ein richtiges Spiel programmieren will, an wen soll man sich wenden? Mit welchem Programm ist Scratch ja wirklich das Richtige? So, ich war früher wirklich jemand, der super gerne ein Spiel machen wollte und war begeistert von Scratch. Wenn ich jetzt mal richtig rapide ausdrücken will, wenn du ein Spiel erreichen willst, was gut ist, was gut ankommen will, was du vielleicht auch verkaufen kannst, ist Scratch absolut die falsche Adresse. Ja, das ist jetzt ganz krass ausgedrückt. So, pass auf, es geht jetzt aber um Folgendes. Du kannst nicht einfach so mit einem Programm anfangen, das zu schreiben, ohne dass du irgendeine Vorahnung hast, ja? Und deswegen ist Scratch das perfekte Spiel, um mit allem mal anzufangen. Ohne Witz jetzt. Du kannst mit Scratch wirklich gut durch diese einfachen deutschen Sachen hier, alles deutsch geschrieben, gut lernen, wie man mit Variablen arbeitet, wie man mit Operatoren arbeitet, wie die Steuerungen so funktionieren, ne? Wie es hier links in den Fenstern ist. Damit, das ist einfach perfekt dafür. Und dann hast du noch die Möglichkeit, das im Internet zu veröffentlichen, dieses Projekt im Internet veröffentlichen, dass andere dein Spiel spielen können. Dass du das dann auch von anderen angucken kannst, dir vielleicht ein bisschen was daraus lernen kannst und so. Aber du wirst dein Scratch-Spiel so gut wie nie so weit kriegen, dass du ein Spiel hast, das man speichern kann, dass man dann später weiterspielen kann an der Stelle, dass es auch mal auf CD gibt und so, weil es zum Beispiel überhaupt keine EXE-Datei dafür gibt. Wenn du ein Scratch-Spiel spielen willst, dann kannst du das nicht einfach diese Datei auf eine CD ziehen und seinem Freund sagen, hey, guck dir das mal an, das ist super cool. Dann kriegt er dieses Smiley-SB, klickt es an und dann, FB-Format ist mir nicht bekannt, sagt er dann oder so. Klar, wir brauchen nämlich Scratch, um das Ganze zum Laufen zu bringen. EXE-Dateien, also .exe, das sind Dateien, mit denen kann man dann wirklich was anfangen. So, ich zeige euch jetzt mal ein kurzes Beispiel. Das ist mit dem Programm 3D Game Studio A8. Das habe ich mir runtergeladen, ist eine Gratis-Version, habe ich da bekommen. Das ist für Leute, die noch überhaupt keine Ahnung haben, nichts. Ich zeige euch jetzt mal, das soll mal später sowas halbwegs Gutes werden. Moment, das wird jetzt wahrscheinlich nicht klappen, weil ich da noch was falsch gemacht hatte. Ihr könnt es euch natürlich mal runterladen, aber ihr seht selber, das sieht dann alles schon ziemlich anders aus, als ihr es jetzt vom Einfachen gewöhnt seid. Läuft letztendlich aufs Gleiche hinaus. Warte, ich glaube, da hatte ich letztes Mal was durcheinander gemacht. Deswegen wird das jetzt nicht klappen. Ja, da sind jetzt zwei Fehler.
Dann zeige ich euch jetzt mal kurz die Datei, wo es noch geklappt hat. Ja, das ist generell nichts für Einsteiger einfach so, sondern man sollte da echt schon ein bisschen Ahnung haben. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall mit Scratch arbeiten. Das ist ein cooles Programm. Oh, so was klappt. Mal gucken, wie weit ich hier war. Ja, also da bin ich gerade dabei. Mit dieser Frau bin ich hier in dieser Welt. Und kann hier auch rumlatschen. Sieht alles natürlich noch nicht so top aus. Den Cursor und die Weltkugel, die sich dreht, aber die noch vor dem Baum steht. Dann sind manche Teile hier auch schon zu hoch. Hier kann es schon nicht mehr hochlaufen. Man kann das beenden in diesem Menü. Ja, das ist generell total einfach gemacht und es sieht auch ziemlich einfach aus. Ist es aber nicht. Bei Scratch ist es einfach hinmachen und fertig und dann hat man's. Aber so einfach läuft das im Real Life dann doch nicht ab. Im Real Programmierleben sozusagen. Aber darum kümmere ich mich später nochmal. Vielleicht mache ich mal ein Tutorial über Game 8, A8. Ah, jetzt habe ich diesen scheiß Strich hier. A8 Studio. Aber das ist jetzt irrelevant. Auf jeden Fall alle, die motiviert an Scratch programmieren, macht weiter so. Ich mache das nämlich auch noch. Das macht einfach Spaß und man lernt einfach so viel. Und wenn man Scratch richtig gut beherrscht, dann kann man umsteigen. Ja, das war's. Bei Fragen einfach posten. So einfach ist das. Bis demnächst, Leute. Ich hoffe, ich hab euch geholfen. Tschüss.